schön. Gegenzerstörer ist die relativ brauchbar, die St. Louis. Vor allem gegen den Dreier. Das rauszoomen federt. Boing, 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 boing. Schön. Hier mal Schub. Also in Richtung 10 mitziehen. Obwohl, wenn die Wyoming da hinten alleine rumeiert, das ist auch nicht schön. Die braucht wenigstens ein Kreuz als Unterstützung. Fahr ich mal mit der mit. Immerhin bin ich schnell genug, um da rüber zu kommen, und es scheint kein anderes zu interessieren, was sie da treibt. Und ein Schlachtschiff alleine irgendwo in einer Ecke ist, ja, garantierter Fail, kann man sagen. Oder Fail, der noch drauf wartet zu passieren. Oh, kann ich da drüber fädeln? Natürlich sehr lustig. Den vorhalten. Oh. Schön. Dann gleich mal AP durch. Wenn das so schön geht. Feuern Sie nicht auf Ihre Verbündeten! Warum fahren die alle so dicht ran? Verdammt, Leute! Okay, der ist weg. Das ist ein ziemliches Getummel in der Mitte. Momentan würde ich sagen, haben wir noch die Oberhand, zumal wir ihn schon vernichtet haben. Mit einem Gegner weniger haben wir es um eins leichter. Okay, da hinten kommt eine Kohlberg rum. Ein Kreuz der Deutschen würde ich mal drauf tippen. Komme ich da ran? Ah, ich glaube mal nicht dran. Nee. Das ist der Winkel zu doof. Komme ich wahrscheinlich auch nicht ran. Was hat die Wyoming für eine Reichweite? 12 Kilometer. Wenn ich mit 12 weghalte von der Wyoming, dann kann die nicht auf mich feuern, aber ich kann auf die Kohlberg feuern. Natürlich toll, wobei die Wyoming eh nicht hierher guckt. Glaub ich.
Aber die fühlt sich ziemlich sicher scheinbar. Kriegt gleich eine schöne Breitseite. Oh, bisschen zu weit. Jetzt hat sie doch mal auf mich gefeuert. Okay, nächstes Zerstörer, also hochexplosiv durchladen. Und dann hier von hinten mit einem Zerstörer ranfahren. Kommt her, würde ich sagen. Ja. Torpedos muss ich auf der Entfernung noch nicht erwarten, aber ich komme gleich mit meinen Geschützen ran. Das für eine volle Breitseite. Schutzreichweite bei dem Ding. Das ist die Isokase. Die hat keine weiten Geschütze, aber sehr gute Torpedos. 9 Kilometer Reichweite, das heißt, die ist in Geschützreichweite von mir. Natürlich doof. Mal irgendwas treffen hier, das gibt's doch nicht. Lad nach, du Sau. Bitte. Und abdrehen wegen Torpedos. Wir haben einen gegnerischen Zerstörer versenkt. So, kommen wir da hinten noch ran? Na, wahrscheinlich nicht. Nö. Ah, die haben unser Schlachtschiff versenkt. Na super. Nicht so toll. Sieht bei uns auch nicht mehr so gut aus. Muss zusehen, da hinten zu helfen. Komma 18,5. Ah, wunderbar. Ah, komme ich um die Insel nicht drum rum. Das ist natürlich doof. Was? Ich bin der Letzte. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Haha, ich habe ihn getroffen, ich glaub's ja nicht. Oh, die kommen sehr gut. Schöne Breitseite. Seitlich müsste ich eigentlich mit AP durchkommen.
gucken, ob ich ihn anzünden kann. Torpedos voraus. Ah, kein Stress mit den Torpedos hier. Wunderbar, und jetzt gegen Cappen. Wo kommen die Torpedos her? Müsste ja von dem Zerstörer sein, der irgendwo rumgeistert. Theoretisch müsste ich gewinnen, wenn ich einfach nur warte. Und er ist raus, ich cappe sogar noch. Stoppen hier. Ich fahre rechts rum zur anderen Insel. Scheiß auf den, auf das Schlachtschiff. Auf die Wyoming. Ich kümmere mich um den Zerstörer und fahre zu C rüber. Das war mal spannend. Ich bin nicht gut im Spiel, aber ein paar Grundtaktiken, glaube ich, habe ich schon drauf. Vor allem von World of Tanks. Was Manövrierbarkeit und Platzierung auf der Karte angeht. Bin im Vorteil gegenüber dem... Oh, scheiße. Gut, dass HE geladen sind. Der ist voll in Reichweite meiner Sekundärbatterien. Torpedos direkt voraus. Ah, fuck. Wir haben ein Leck unterhalb der Wasserlinie. Wir laufen schnell voll. Problem gelöst. Fuck. Gegnerischer Zerstörer versenkt. Oh, jetzt wird's knapp. Weg hier. Und ab ins Cap C rein.
Gut, dass er seine Torpedos versaut hat. Das wäre echt knapp geworden. Noch habe ich eine Chance. Die kriegen zwar schneller Punkte, aber ich bin relativ dicht am nächsten Cap wieder dran. Die Zerstörer kommen sehr überraschend. AP durchladen, weil das nächste ist ein Kreuzer, der hier hinten kommt, wenn überhaupt. Ich glaube nicht, dass die Wyoming mich hier einholt. Wenn ich den ein bisschen noch cappe, sind wir auf der sicheren Seite. Es kann sogar sein, dass die Wyoming zusammen mit dem Kreuzer unterwegs ist, mit dem Schlachtschiff. Das könnte erklären, warum die so schnell gecappt haben da hinten. Schub wegnehmen und einfach ausdriften lassen den Rest. Und hier ist kein Kreuzer in der Nähe. Dann bleibe ich doch am besten hier hinten, wo es sicher ist. Ich muss nur gecapt haben, bevor der Gegner mehr Punkte hat als ich. Ich glaube, wir sind gerade am Fluchen. Unser Team steht kurz vor dem Sieg. Sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Und der Schaden, 25.000, wie habe ich denn das gemacht? Oh, da ist der Gegner. Den muss ich jetzt finden. Ah, ist im mittleren Cap. Aber ich glaube, der capt nicht rechtzeitig. Oh, das wird echt knapp. Panik. Ist durchgeladen. Ich vermute mal den Kreuzer dahinter. Der Zerstörer. Nicht der Zerstörer, der. Das Schlachtschiff wird weiter hinten sein. So schnell ist die Wyoming nicht. Ich brauche noch 150 Punkte, ich brauche noch 50 theoretisch. Oh, da ist die Wyoming. Oh, Scheiße. Nicht gut. Versenkt, gewonnen. Ja! Ja! Alter! Geil! Das war doch mal ein geiles Gefecht. Oh, Hilfe! Um Haaresbreite! Und top on XP, das ist doch schön, das sieht man gerne. Oh! Ich habe echt das Spiel gerettet. Das habe ich mal zerstört hier. Ja, da. Egal.